Hey, wann hast du das getan? Kurz bevor ich angeklagt wurde, Minderjährige aus unmoralischen Gründen über die Staatsgrenzen zu befördern. Ach, so meine ich das nicht. Es sind wunderbare Bücher. Einfach schön. Ehrlich gesagt, ich könnte ein paar von denen gebrauchen. Lilly, was läuft schief? Nichts läuft schief. Absolut gar nichts. Ich muss lernen, meinen inneren Pornografen anzunehmen. Wow. Fragt sich nur, wie man das macht. Denkst du, dass Männer uns insgeheim so haben wollen wie die Frauen in den Sexmagazinen, die sie lesen? Ich schätze, die Hälfte von ihnen würde vor Schreck sterben, wenn wir so wären. Lilly, es sind Fantasien. Hast du keine Fantasien? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Fantasien? Ich erinnere mich an eine, die ich mal hatte. Ich bin in einem Flugzeug und dieser Mann steigt ein. Aber wenigstens verzeihst du ihm, wenn er deinen Fantasien nicht gerecht wird, hä? Und er hat so eine Stimme, so eine tiefe Stimme. Und ich fühle es genau durch den Sitz. Ach, was soll's. Schatz, ist wirklich alles in Ordnung bei euch beiden? Ja, natürlich. Wir haben nur einen kleinen, unsere erste... Judy, du weißt, wie es ist, wenn du mit jemandem gehst und du bist verliebt, ihr seht euch nur dreimal in der Woche und du weißt ziemlich genau, wann du Sex haben wirst. Und? Und wenn man dann zusammenzieht, muss man viele Dinge klären. Zum Beispiel, wann werden wir Sex haben? Wer fängt an? Was ist, wenn einer will und der andere will nicht? Das klingt ja nach richtig viel Arbeit. Genau. Letzte Nacht hätten wir miteinander schlafen sollen. Ihr hättet miteinander schlafen sollen? Bloß, ich hab's vergessen. Und dann? Aber ich glaube, eigentlich wollte ich es vermeiden. Und ich bin nicht sicher, warum. Warst du sauer auf ihn? Nein. Ich glaube, ich... Ich denke, ich erwarte irgendwas von ihm. Weißt du, eine Energie, die mich aus all dem Alltäglichen rausholt. Einen neuen Impuls. Und ich habe das Gefühl, immer bin ich es, die das ermöglichen muss. Und es fühlt sich an wie in der Zeit von Jake und mir. Das ist beängstigend. Ich will diesen Weg nicht nochmal gehen, aber ich weiß nicht, wie ich es verhindern kann. Naja, morgen ist auch wieder eine Nacht. Wirklich? Ich denke über dein Profil nach. Wirklich? Was denkst du denn über mein Profil? Was für ein schönes Profil du hast. Was? Was für ein schönes Profil du hast, habe ich gesagt. Lass mir nur 2 Sekunden. Es ist nur noch so ein kleines bisschen. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich... Ist in Ordnung. Nein, ich bin in 2 Sekunden fertig. Okay. Fertig. Ich hab dir doch gesagt, dass es nur 2 Sekunden dauert. Ist schon gut. Ich bin in letzter Zeit so erledigt. Ich weiß nicht, warum. Bist du wirklich müde? Unwahrscheinlich. Ja, dann solltest du schlafen. Okay. Gute Nacht, Lilly. Gute Nacht, Rick. Ja, sicher, ein Hotel bedeutet Sex. Du triffst eine Fremde, du hast eine Affäre, du verheimlichst es vor deiner Frau. Vielleicht sogar alle 3 Dinge zusammen. Du bist total krank. Danke sehr. Triffst du dich mit Judy? Was soll das? Wieso stellst du mir immer diese Frage? Weil ich einfach denke, dass du es tust. Ich bin gelegentlich mit Judy zusammen, aber nicht im biblischen Sinn. Nein, angesichts meines gegenwärtigen Grades an Unreife halten wir es für besser, nicht miteinander zu schlafen. Ich bin schockiert. Okay. Und wie steht's mit dir und Lilly im biblischen Sinn? Wer will das wissen? Ich will das wissen. Na schön, aber ich werde dir nicht antworten. Okay.
Nein, das passiert doch jedem Mal. Du heiratest eine Frau und plötzlich ist sie nicht mehr die Frau, die du erobern willst. Und da du sie nicht mehr sexuell erobern kannst, begehrst du sie auch nicht mehr auf dieselbe Art. Das ist nicht das, was ich begehre sie. Schön, ich will sie. Ich begehre sie total. Wo liegt dein Problem? Ich weiß einfach nicht, ob sie mich begehrt. Oder ob sie das begehrt, was ich begehre. Oder wissen will, was ich begehre. Was? Naja, an welche Frau von Rick erinnert mich das irgendwie? Hey, Jesse, hilfst du mir mal, das Ding zuzumachen? Was hast du denn da an? Warum? Stimmt was nicht damit? Ich weiß nicht, es ist nur komisch. Naja, habe ich nicht das Recht, hübsch auszusehen? Also, ich weiß nicht, ob hübsch das richtige Wort ist. Du hältst einfach deinen Mund und erlaubst deiner Mutter, dass sie sich ab und zu mal zum Narren macht. Also, wo gehst du überhaupt hin? Mit ein paar Freunden. Mit wem? Mit einem Mann? Nein, nicht mit einem Mann. Ich geh einfach nur mit Judy aus. Das ist alles. Du bist die Einzige, die ein Rendezvous hat. Mom, so ist das nicht. Okay. Du gehst auf eine Party, entschuldige, aber du gehst mit einem Jungen hin. Mom. Ich will, dass du um 11 zu Hause bist. Eli hat gesagt, er ist bis dahin zurück. Ja, Ma'am. Und wann kommst du nach Hause? Weißt du was? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Tschüss. Wo gehst du hin? Zu Lynn Strapoli. Sind Lynn Strapolis Eltern zu Hause? Nein, sie sind im Knast. Um wie viel Uhr hast du vor? Um 11. Schön. Bis dann. Okay, hör zu. Was denn? Totale Ruhe. Zoe ist woanders zum Schlafen eingeladen. Deine Kinder sind bei Karen. Wir sind frei. Was fangen wir mit diesem ungewöhnlichen Zustand an? Was wirklich verboten ist, ja. Hier, bitte sehr. Ja, danke. Chin-chin. Entschuldigung. Liegt es an mir oder sind diese Clubs irgendwie lauter geworden? Was ist? Liegt es an... Ist es nicht toll, mal auszugehen? Alle sehen so aus, als wären sie 15. Oh. Verzeihung. Liegt es an mir oder sind alle hier in diesem Club gerade 15? Das hat sie auch gerade gesagt. Ich weiß, ich habe es gehört. Diesmal früher mal eine Karte für nette, langweilige Börsenleute. Und was ist es jetzt? Das Ende der Zivilisation, ich weiß es nicht. Nein, sie amüsieren sich einfach. Kann deine Freundin sprechen oder ist sie irgendwie krank oder so? Ich kann sprechen, danke, vielen Dank. Sogar wirklich hervorragend. Nett. Hallo, ich bin Steven. Ich bin Judy. Hey. Karen. Hallo, Steven. Darf ich euch beiden einen Drink besorgen? Nein, danke. Wir trinken Martini. Okay, aber nicht diese coolen, kosmopolitischen Dinger mit Apfelaroma. Richtige Martinis. Okay, der ist ja süß. Er ist in Ordnung. Gefällt er dir? Ich bin gerade erst reingekommen. Gefällt er dir in einer halben Stunde? Ich denke, in einer halben Stunde werde ich schreiend rausrennen müssen. Das werde ich verhindern. Er ist so süß. Ich bin verknallt in ihn. Sei still. Bist du bald fertig? Warum? Weil ich lieber oben weiter gucken will. Wieso? Weil du mir dann nicht den Blutkreislauf am halben Körper abklemmen würdest. Oh, wirklich? Hör auf damit. Willst du dann noch eins? Stopp, hör auf. Du verschmierst das Sofa. Geht's dir gut? Mhm. Klar. Was meinst du? Es ist ein Brief vom hiesigen Rekrutierungsbüro. Also, sie hilft auch den Unterdrückten, richtig? Ich wollte sie sehen. Könnt ihr nicht mal aufhören? Du bist wirklich die absolut schönste Anwältin für bürgerliches Recht in ganz Chicago. Na gut, ich gehe jetzt nach Hause. Steven, bitte, sie wird sauer, wenn du ihr Komplimente machst. Ich bin einfach total erledigt. Ach komm. Nur noch einen Drink. Okay, noch einen Drink und dann gehe ich aber nach Hause. Aber ja, Ma'am. Ja, Ma'am.